Pflegen, das muss man wissen, ist ein Handwerk. Pflege muss man können. Und wer das nicht kann, der muss wissen, dass er schneller in die Knie geht, als der, die im Bett liegen. Und deshalb muss man, wenn es um die Pflege geht, immer genau wissen, wir müssen in der Gesellschaft erreichen, dass da, wo ambulant gepflegt wird, es Fachleute gibt, die das begleiten und stützen, in den stationären Einrichtungen sowieso, nicht die Menschen in das Abenteuer treiben, das gibt ganz viele. Es wird ein Riesenproblem, oder ein Problem nicht, aber eine Riesenfrage werden. Viele Paare werden miteinander alt in den nächsten Jahren. Wenn du die fragst, wenn jetzt einer von euch krank wird, pflegst du eine? Klar, mache ich. Ja, Vorsicht. Mhm. Vorsicht. Und deshalb muss man dafür sorgen, dass hinreichend beraten wird, dass darüber geredet wird, dass man sich darauf einstellt und dass man Hilfen gibt und Tipps, wie man eigentlich mit solchen Situationen klappt. Aber dass man auch Mut macht dabei. Ganz aktuell ist, glaube ich, so eine Diskussion, die jetzt erst ein paar Tage eben im Gang ist, über die sogenannte präsenile Demenz, also schon Menschen so ab 45 immer häufiger davon betroffen werden, offenbar. Ich habe da keine wissenschaftlichen Dinge zu vertreten, das will ich auch nicht. Jedenfalls ist ganz klar, dass es unterschiedliche Formen von Demenz gibt. Und dass neben der degenerativen, die vaskuläre und die sekundäre Demenzformen sind, die auch begrenzt heilbar sind. Das heißt, wenn man sich vorstellt, dass 10% oder 15% oder 20% derer, die als dement gelten und unheilbar gelten, eigentlich heilbar wären, wenn man es anders diagnostizieren könnte, ist es schon ein Skandal. Das sind nämlich 100.000 oder 200.000 oder 300.000, denen könnten wir helfen, wenn man denn richtig diagnostiziert hätte oder könnte oder wollte.